Dies ist der zweite Teil der Miniserie bezüglich Aktienbewertung mit Hilfe der Internetseite aktienbewertung.info. Und wir sprechen jetzt über die Kennzahlen. Das heißt also, wir wollen herausbekommen, ob das Unternehmen solide wirtschaftet und ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir auch in Zukunft von steigenden Gewinnen und auch Dividenden profitieren können. Nachdem wir uns im letzten Teil angesehen haben, wie die Bewertung der Aktie an der Börse funktioniert und einzuordnen ist, sehen wir uns jetzt mal das Unternehmen genauer an, anhand von bestimmten Fundamentaldaten bzw. Kennzahlen, die daraus berechnet werden. Das heißt also, vorher haben wir geguckt, wie die Aktie an der Wall Street bewertet wird. Jetzt gucken wir uns die Main Street an. Das heißt also, wie operiert das Unternehmen am Markt? Dazu gebe ich hier mal eine Beispielaktie ein. Nehmen wir mal zum Beispiel Microsoft. Dann gelangen wir zunächst in die Chartansicht. Das hatten wir im letzten Tutorial bereits besprochen und wir gehen jetzt über auf die Kennzahlen, die uns ein Bild von den Fundamentaldaten des Unternehmens geben. Das Erste, was dargestellt wird, ist die freie Cashflow-Rendite auf eingesetztes Kapital. Was bedeutet das? Das ist im Prinzip der freie Cashflow, der in einem Jahr zu erwarten ist bei dem Unternehmen, im Verhältnis zu dem eingesetzten, also vom Unternehmen eingesetzten Kapital, und zwar sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Das ist im Grunde wie eine, wenn wir das Unternehmen als Blackbox betrachten, wie viel Cash wird letztlich generiert aus dem Geschäftsmodell? Und je mehr Cashflow generiert wird, desto lukrativer ist letztlich auch dieses Geschäftsmodell bzw. auch das Management des Unternehmens. Das ist also eine Profitabilitätskennziffer, sehr wichtig, denn letztlich sind wir als Investoren ja daran interessiert, dass diese Blackbox, wenn ich mal an dem Beispiel bleiben darf, möglichst viel Cashflow generiert, damit wir von steigenden Aktienkursen letztlich langfristig profitieren können. Jetzt kann man empirisch berechnen, wie hoch diese freie Cashflow-Rendite sein sollte, um in einem sehr guten Bereich zu sein. Und da haben wir jetzt mal eine Größenordnung von 20% ermittelt. Das heißt also, alle Firmen, die mehr als oder mindestens 20% freie Cashflow-Rendite erwirtschaften, die können als exzellente Cash Maschinen angesehen werden, in die wir gerne investieren können. Das heißt also, wir sehen hier die einzelnen Geschäftsjahre von Microsoft und wann immer diese freie Cashflow-Rendite höher als 20% ist, wird der Balken zumindest im oberen Teil hellgrün, sodass wir auf den ersten Blick schon sehen können, wie dieses Unternehmen in diesem Bezug operiert. Was natürlich auch interessant ist der zeitliche Verlauf dieser freien Cashflow-Rendite. Wir sehen also, dass hier vor etwa 10 Jahren zunächst eine sehr hohe freie Cashflow-Rendite erwirtschaftet wurde, die aber sukzessive gesunken ist. Und in den Geschäftsjahren 2015 bis 2018 war die freie Cashflow-Rendite dann nur noch im mittleren Bereich, also immer noch guten Bereich zwischen 10 und 20%, aber zunächst mal mit einem fallenden Trend. Und in letzter Zeit, auch letztlich durch das Cloud-Geschäft, konnte dann die freie Cashflow-Rendite wieder gesteigert werden. Der letzte Balken bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2020. Das kann aber, wenn ein neueres Quartal schon veröffentlicht wurde, auch durchaus auf Quartalszahlen basieren. Sehen wir uns nun eine weitere Kennzahl an, nämlich die verschiedenen Margen, die das Unternehmen generiert. Warum sind die Margen wichtig? Die Margen zeigen letztlich an, wie viel bleibt vom Umsatz hängen an Gewinn. Und daran zeigt sich letztlich, wie solide das Geschäftsmodell funktioniert, wie der Wettbewerbsdruck ist, beziehungsweise wie gut die Kosten des Unternehmens im Griff sind. Zunächst einmal können wir hier die Umsatzentwicklung sehen von Microsoft. Und in den letzten Jahren wurde der Umsatz stetig gesteigert. Das ist schon mal eine Größe, die vom Unternehmen nicht so leicht beeinflussbar ist. Des Weiteren können wir die verschiedenen
Gewinne sehen. Und zum einen den Bruttogewinn, das ist also hier der ist in lila eingezeichnet. Und der Bruttogewinn zum Beispiel im Jahr 2020, der war 96,9 Milliarden US-Dollar und ist damit etwa 68% vom Umsatz. Das ist schon eine relativ hohe Marge und die Bruttomarge, die besagt letztlich, wie viel vom Umsatz hängen bleibt, wenn man die Stückkosten abzieht. Je höher die Bruttomarge, desto geringer ist der Wettbewerbsdruck letztlich. Das kann man so grob sagen. Des Weiteren haben wir den operativen Gewinn hier in Gelb eingezeichnet. Der operative Gewinn von Microsoft war knapp 53 Milliarden US-Dollar in 2020. Und der operative Gewinn, ist dann im Prinzip der Bruttogewinn abzüglich der administrativen Kosten der Firma. Und das sagt natürlich sehr viel darüber aus, wie gut die Firma aufgestellt ist, also sprich, wie sie die Kosten im Griff hat. Ja, und dann am Schluss bleibt noch der Nettogewinn, der dann noch durch Abschreibungen, eventuelle Übernahmen und Steuern bereinigt ist. Und dieser Nettogewinn, der sagt natürlich nicht so viel aus über das operative Geschäft, denn wie gesagt, da können ja auch durchaus Schwankungen entstehen durch Einmaleffekte wie Übernahmen. Was können wir noch ablesen? Wir können neben der Umsatzsteigerung sehen, dass auch die Margen gesteigert wurden. Also in dem Fall die Bruttomarge wurde leicht gesteigert. Die operative Marge ist deutlich gesteigert worden und auch die Nettomarge ist mehr oder weniger gesteigert worden. Was können wir weiterhin sehen? Wir können den Zeitraum verändern. Wir können also in diesem Fall bei den Margen auch noch die Analystenschätzungen mit einblenden. Ich habe das jetzt hier mal beispielhaft bis ins Geschäftsjahr 2023 gemacht. Und da können wir sehen, dass gemäß den Analystenschätzungen mit weiter steigenden Umsätzen zu rechnen ist und die Margen, die bleiben dann etwa gleich. Eine Bruttomarge oder eine Schätzung der Bruttomarge haben wir leider nicht. Wir haben also nur die Nettomarge und die operative Marge. Anzumerken ist noch, dass die Margen natürlich sehr stark abhängig sind vom jeweiligen Sektor. Das heißt, wir haben jetzt hier den Technologiesektor. Der hat den Vorteil, dass die Margen prinzipiell höher sind als in anderen Sektoren. Wir machen weiter mit der Schuldensituation von Microsoft. Auch die Schuldensituation ist eine wichtige Kenngröße, wie das Unternehmen wirtschaftet, wie es aufgestellt ist. Was können wir jetzt hier sehen? Wir sehen zunächst mal an der Höhe des rechten Balkens prinzipiell die Summe aller Assets, also sprich, wie werthaltig ist das Unternehmen. Und da können wir bei Microsoft sehen, dass prinzipiell eine Steigerung dieser Asset-Werte vorhanden ist. Wir können die Asset-Werte auch noch aufspalten in hier hellblau dargestellt Cash und Wertpapiere. Das sind im Prinzip sehr wertvolle Assets, weil sie kurzfristig flexibel einsetzbar sind. Des Weiteren haben wir hier in lila den Firmenwert oder den Goodwill. Das sind im Prinzip Assets, die etwas unsicher, mit Unsicherheit behaftet sind, weil sie durchaus auch abgeschrieben werden könnten. Das ist nämlich das, was letztlich bei Firmenübernahmen zu viel gezahlt wurde. Wo das Unternehmen schätzt, dass das im Prinzip der Wert ist, den sie dann letztlich durch Der Goodwill ist der Wert, den das Unternehmen so einschätzt, dass er irgendwann Effekt zeigen wird durch die Übernahme. Das könnte aber unter Umständen auch nicht passieren und deswegen ist das Ganze mit Unsicherheit behaftet, könnte abgeschrieben werden. Deswegen kann man sagen, also je größer dieser lineare Balken ist, desto weniger sicher ist dieser Teil der Assets. Man kann also sagen, großer hellblauer Balken gut, großer
Lilaner Balken eher schlecht. Und das ist eben der Rest der Assets, den wir hier nicht weiter aufgeschlüsselt haben. Und im Gegensatz zu den Assets haben wir auf der Passivseite dann noch die Schulden. Das ist die Höhe des linken Balkens, wobei dieser linke Balken prinzipiell rot ist, rot gestreift. Und wir können hier aber noch einen grünen Anteil sehen. Das ist das EBITDA im Verhältnis zu den Schulden. Und es gibt eine ungefähre Vorstellung davon, was die Firma so erwirtschaftet, um theoretisch Schulden zu tilgen. Also das heißt nicht, dass dieses EBITDA wirklich zum Schuldentilgen verwendet wird, aber zumindest hat man eine Vorstellung, wie schnell könnte das Unternehmen schuldenfrei sein. Das wird dann hier auch nochmal in Jahre berechnet, zumindest für den neuesten Wert, also die theoretische Tilgungsdauer, hier bei Microsoft 2,8 Jahre, basierend auf dem EBITDA. Die Schuldenquote wird hier rechts dargestellt auf einer Skala zwischen 0 und 100%. Das ist einfach der Übersichtlichkeit halber, dass man auf einen Blick sieht, in welcher Höhe bewegt sich diese Schuldenquote. Und was man sehr schön sehen kann, ist, dass die Schuldenquote zunächst bis 2017 angestiegen ist und jetzt aber wieder rückläufig ist, was durchaus als positiv zu sehen ist. Ja, Schulden sind nicht gleich Schulden. Das heißt also, gar keine Schulden aufzunehmen ist auch nicht gut, weil das Unternehmen dadurch unter Umständen Chancen verpasst. Zu viele Schulden sind schlecht, weil das Unternehmen dadurch weniger krisenfest wird. Deswegen sind hier noch zwei Werte, die sich auf den aktuellen, also auf den letzten Balken beziehen, nämlich einmal das Working Capital. Das ist im Prinzip das, was kurzfristig an Mittel zur Verfügung steht, um Schulden, also kurzfristige Art, zu tilgen. Wenn das Working Capital negativ wäre, dann hieße das, dass im Falle einer Krise unter Umständen die kurzfristigen Schulden nicht bedient werden können und damit das Unternehmen droht, insolvent zu werden. Das heißt also, das Working Capital sollte eigentlich immer positiv sein, hier grün hinterlegt. Das ist bei Microsoft der Fall. Und dann haben wir noch eine Abschätzung, von der man die man als zusätzliche Information nehmen kann. Das sollte man nicht überbewerten. Das ist hier als Schuldenqualität bezeichnet. Und die Schuldenqualität sagt im Prinzip nur aus, ob, so wie ich das schon angedeutet habe, die Schulden in einer sinnvollen Größe im Verhältnis zum Cashflow aufgenommen wurden oder ob man sich überschuldet hat. Also in diesem Fall ist das bei Microsoft positiv zu werten mit 5,5% von der Marktkapitalisierung. Wir haben eine weitere Kennziffer bezeichnet als Capflow. Das ist das Verhältnis zwischen den Investitionsausgaben zum Cashflow. Die Investitionsausgaben sollten nicht zu hoch ausfallen, sollten nicht den gesamten Cashflow aufbrauchen. Also wir würden hier ein Verhältnis von etwa einem Drittel, also 33% oder geringer als sehr positiv sehen. Höhere Ausgaben heißt, die Kosten sind unter Umständen nicht perfekt im Griff von dem Unternehmen. Diese Kennzahl kann man hinzuziehen, muss man nicht. Es ist nur ein Hinweis. Das hängt auch ein bisschen vom Sektor ab. Ja, wir betrachten jetzt noch zwei verschiedene Scoring-Werte, auch eine Art Kennzahl, die aus der Bilanz gewonnen wird. Und wir fangen hier an mit dem Altman Set Score. Das ist entwickelt worden Ende der 60er Jahre von dem New Yorker Professor Edward Altman, der versucht hat, mit Hilfe einer Kombination aus verschiedenen Kennzahlen, die gewichtet sind, die Wahrscheinlichkeit für eine Insolvenz des Unternehmens innerhalb der nächsten zwei Geschäftsjahre zu ermitteln. Das ist ihm auch ganz gut gelungen. Also er hat da eine Prognosewahrscheinlichkeit von über 70% erreicht. Wenn wir uns das mal angucken, also er selber hat definiert, dass ein Wert von mindestens 3 als geringe Insolvenzwahrscheinlichkeit bezeichnet werden kann. Also die Insolvenzwahrscheinlichkeit ist dann wirklich unter 1%. Und umgekehrt ein Wert von unter 1,8 etwa würde bedeuten, dass eine höhere Insolvenzwahrscheinlichkeit vorhanden ist. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das Unternehmen in die Insolvenz geht, aber zumindest von den finanziellen Zahlen her ist das Ganze mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.
Dann haben wir noch einen neutralen Bereich, der ist hier grau dargestellt. Der neutrale Bereich sagt im Prinzip nur aus, dass keine Aussage bezüglich Insolvenzgefahr möglich ist. Was auch interessant ist, sicherlich neben dem absoluten Wert, ist der Trend. Also wir sehen zum Beispiel auch hier wieder in den Jahren 2015, 16, 17 war der Trend rückläufig und jetzt gab es einen deutlichen Schub nach oben. Das heißt also, die Insolvenzgefahr wurde immer geringer und wir können jetzt Microsoft aktuell als ein sehr solides Unternehmen bezeichnen. Wir haben des Weiteren noch einen zweiten Score, den F-Score von Piotrowski. Wie funktioniert dieser F-Score jetzt im Detail? Naja, es werden drei verschiedene Gruppen untersucht an bilanziellen Kennzahlen. Das eine bezieht sich auf die Profitabilität. Da gibt es vier verschiedene Kriterien. Und bei jedem Kriterium wird einfach nur gefragt, ist das Kriterium erfüllt? Wenn ja, dann zählt das Ganze einen Punkt. Wenn nein, dann zählt das Ganze null Punkte. Diese Punkte werden aufaddiert. Wir haben dann noch zwei weitere Bereiche, nämlich einmal den Bereich Leverage, Liquidität und Finanzierung. Da gibt es drei verschiedene Kriterien, die abgefragt werden. Und einen letzten Punkt, die operative Effizienz, die nochmal zwei Punkte beinhaltet, sodass wir in einer Skala zwischen 0 und 9 landen. Und das Ganze kann man nachlesen in der Anleitung. Da steht das Ganze nochmal erklärt, welche Punkte hier entsprechend berücksichtigt werden. Gehen wir also zurück in den Chart und wir können also digitale Werte zwischen 0 und 9 erreichen. Das ist also auch entsprechend hier auf der Y-Achse so skaliert. Und Piotrowski sagt, wenn wir zwei oder weniger Punkte haben, dann ist die finanzielle Situation des Unternehmens eher schlecht. Wenn wir dagegen sieben oder mehr Punkte, also 7 bis 9 Punkte erreichen, dann ist es eine sehr gute finanzielle Situation des Unternehmens. Und alles, was dazwischen ist, ist so im neutralen Bereich. Da kann man keine richtige, konkrete Aussage machen. Wir sehen also hier bei Microsoft, dass das Unternehmen sehr lange im neutralen Bereich sich bewegt hat und jetzt seit 2018 auch in einen sehr guten Bereich vorgedrungen ist. Also aktuell haben wir 8 Punkte, was als eine sehr gute finanzielle Position angesehen werden kann. Ja, das sind im Wesentlichen die Kennzahlen des Unternehmens. Und wir können aufgrund der Kombination dieser verschiedenen Kennzahlen uns jetzt ein besseres Bild machen von der bilanziellen Situation des Unternehmens, ohne dass wir zu viel von der Bilanz selber verstehen müssen. Das ist natürlich ein grober Einblick, aber es sind so die wichtigsten Kennzahlen, die man braucht, um das operative Geschäft des Unternehmens zu verstehen und beurteilen zu können, ob es sich um ein eher lukratives, solides Unternehmen handelt oder ein Unternehmen, was mit einer gewissen Skepsis gesehen werden muss.